Monatsspruch für den Monat April im Jahr 2021. Er steht im Kolosserbrief im ersten Kapitel, Vers 15. Christus ist Bild des unsichtbaren Gottes, der Erstgeborene der ganzen Schöpfung. Ich bin Burkhard Seeger, Pastor der evangelisch-methodistischen Kirche und freue mich, Sie hier in der Christuskirche in Städtle unten in Neuenburg begrüßen zu dürfen, um über diesen Monatsspruch nachzudenken. Ja, Christus ist Bild. Wie sah Jesus aus? Diese Frage hat die Menschen schon immer beschäftigt. Und wahrscheinlich haben Sie auch viele Bilder schon gesehen, die Maler gemalt haben, die Schauspieler gespielt haben oder anderes in der Darstellung versucht haben, klarzumachen, wie hat Jesus ausgesehen? Ein paar Beispiele habe ich Ihnen mitgebracht. Vielleicht sah er so aus. Psalm 23 wird jede Woche in der Sonnhalde gebetet. Der Herr ist mein Hirte, der das Schäflein und Lämmlein trägt und sich drum kümmert. Vielleicht aber in der Passionszeit und auch in der Zeit nach Ostern haben wir solche Bilder besonders gesehen. Jesus, der Leidende, der dasteht vor der Kreuzigung. Oder ein Bild, eine Skulptur von Ernst Ballach. Jesus der, der sich den Menschen zuwendet. Sein Gesichtsausdruck schon etwas Besonderes. Oder katholische Mitchristen kennen vielleicht diese Darstellung nachempfunden dem Turiner Grabtuch. Der Künstler Rouault hat dieses Bild gemalt, das Antlitz Jesu. Vielleicht haben aber manche auch die Vorstellung, Jesus hat sicherlich so ausgesehen und gewirkt, er zerbricht das Gewehr, denn er ist unser Friede. Und ein letztes Bild, das ich noch mitgebracht habe, ein Kruzifix von Kloster Guteich in Österreich, in dem die Hände Christi nicht mehr am Kreuz sind, sondern er wendet sie dem Menschen zu, der zugewandte Christus. Ja, das sind alles Beispiele nur für eine Fülle, die es gibt von dem Christus, das Bild, wie hat er ausgesehen? Wir in unserer Kirche haben hier ein großes Kreuz. Sie sehen das, der Altar, und das Kreuz zieht sich fast bis an die Decke. Es macht deutlich, dort hängt kein Kruzifix, dort hängt kein Christus, das Kreuz ist leer und betont vielleicht tatsächlich mehr den Auferstandenen und in den Himmel gefahrenen, wie wir es im Glaubensbekenntnis sagen. Andere bevorzugen das Tessékreuz und lieben dieses Tessékreuz, das wir hier haben in unserer Kirche, auch für unsere Tessé-Gebete. Schlicht und einfach das Kreuz, von dem man sagt, auch Franz von Assisi hat es gekannt und entdeckt. In unserer Kirche wird dieses Kreuz, und Sie sehen das auf dem eingeblendeten Bild, an Karfreitag aufgestellt auf dem Altar. Und ebenso auch an Ostern steht es noch. Wir feiern das Bild des gekreuzigten und auferstandenen Christus. Ja, Christus ist das Bild des unsichtbaren Gottes. Dürfen wir uns überhaupt Bilder machen, so? Fragen sich vielleicht manche, die das Gebot kennen, du sollst dir kein Bildnis machen? Spannend, im griechischen Urtext steht hier im Kolosserbrief das Wort Ikon. Das erinnert an die Ikone, Ikonos. Und die orthodoxen Geschwister, sie verehren besonders solche Ikonen,
beziehungsweise den Christus, der wie durch ein Fenster zum Himmel dahinter ihnen erscheint. Nach strengen Maßstäben müssen sie das zeichnen und malen. Eine Ikone schreibt man. Ja, darüber haben sich sogar die Christen zerstritten. Darf man Christus malen, darstellen oder nicht? Aber ich finde diesen Wochenspruch wunderbar. Christus ist das Bild Gottes, des unsichtbaren Gottes. Das heißt doch, in Christus, da sehen und können wir etwas erfahren von dem, wie dieser unsichtbare Gott ist. Dazu haben wir die Heilige Schrift, die Bibel, dass wir in ihr lesen können von Geschichten und Erzählungen, wie Jesus war, wie er gehandelt hat, was er geredet hat, wie er sich den Menschen zugewandt hat und wie er uns so vieles ins Buch des Lebens geschrieben hat, um das Reich Gottes zu verkünden. Christus, das Bild des unsichtbaren Gottes. Das heißt, wir können zwar nicht sagen, wie Jesus ausgesehen hat, aber in der Heiligen Schrift und in dem, was wir da lesen können, bekommen wir ein Bild von dem, wie dieser Gott ist, den Menschen zugewandt. Er ist der Erstgeborene der Schöpfung, wie es heißt, der ganzen Schöpfung. Er ist Mensch wie wir. Und in dem eingeblendeten Bild jetzt hier, da sehen Sie viele Menschengesichter. Und ich erinnere an das Wort, das Christus selbst gesagt hat: Was ihr ein unter meinen geringsten Brüdern und Schwestern getan habt, das habt ihr mir getan. Ja, in Menschen Christus entdecken, in Christus Gott entdecken, was für eine wunderbare Sache. Und von daher baut sich ein Bild zusammen. Christus ist das Bild des unsichtbaren Gottes, der Erstgeborene der ganzen Schöpfung. Ich wünsche Ihnen gute Erkundigungen. Immer wieder in der Begegnung mit Menschen, aber auch in der Begegnung mit den Erzählungen der Evangelien und mit dem lebendig Auferstandenen. Erinnern Sie sich noch an die Anfangszeiten der Pandemie, als das Toilettenpapier knapp wurde? Obwohl ja genügend produziert wurde, waren die Regale sofort leer. Schnell, schnell, ich komme zu kurz, ich muss mich beeilen. Das war damals die Devise. Und heute, bei den exponentiell steigenden Zahlen durch das neue Virus, ist es wieder da, das Gefühl, halt, ich komme jetzt zu kurz. Ich komme zu kurz, jetzt bin ich mal dran. Ich muss mal raus. Die Ferienflieger nach Malle sind ja nur ein Symbol für diese Haltung, für dieses Gefühl. Wer kommt denn wirklich zu kurz? Menschen in beengten Wohnverhältnissen und Wohnquartieren, die sich nicht aus dem Weg gehen können. Menschen meist am unteren Ende der Einkommensskala, die Kassiererin zum Beispiel. Und noch etwas, wenn die Haltung da ist, jetzt bin ich mal dran, dann werden auch diejenigen zum Opfer, die im Falle einer Infektion pflegen und behandeln. An Ostern feiern wir in Jesus Christus die Auferstehung, den Sieg des Lebens. Es ist immer ein Leben im Miteinander. Das Ich hat ein Du gegenüber. Ein gemeinsames Leben, das uns immer an die Seite der Schwachen stellt.
Hey du, ja du, stopp mal kurz, nicht weiter blättern. Lies mal bitte aufmerksam diese Anzeige. Warum, fragst du? Ist doch klar, weil sie für dich wichtig ist. Denn du bist doch auf der Suche nach einer Ausbildung, die dir Spaß macht, die sinnvoll ist und dir eine finanziell gesicherte Zukunft bringen kann, oder? Natürlich ist sie auch systemrelevant. Also, tue etwas für deinen erfolgreichen Start ins Berufsleben und bewerbe dich gleich für eine Ausbildung zum Pflegefachmann oder zur Pflegefachfrau. Dass auf dich nette Kolleginnen und Kollegen warten, versteht sich ja von selbst. So, worauf wartest du noch? Mit deiner Ausbildung zur Pflegefachkraft stellst du selbst die Weichen für deine erfolgreiche berufliche Zukunft. Einer Zukunft, an der du aktiv teilhaben solltest. Sie sind auf der Suche nach etwas Besonderem? Etwas aus der heimischen Region? Etwas Gesundem? Dann haben wir genau das Richtige für Sie, nämlich unsere Honigspezialitäten sowie die hochwertige Naturkosmetik aus der hauseigenen Imkerei des Seniorenzentrum Sonnenhalde. Egal, ob Sie etwas für Ihren eigenen Gebrauch benötigen oder ob Sie auf der Suche nach einem schönen Geschenk sind. Mit dem Kauf von Honigprodukten aus der Sonnenhalde-Imkerei erwerben Sie hochwertige, heimische Spezialitäten zum günstigen Preis und unterstützen gleichzeitig durch Ihren Kauf die Tierhaltung in dem Seniorenzentrum Sonnenhalde. Kommen Sie auf einen Besuch vorbei und überzeugen sich von der Vielfalt und der Qualität unserer hauseigenen Imkereiprodukte. Wir freuen uns darauf. Sonnenseiten, Ausgabe April 2021, Frühlingsständchen der Kindergartenkinder. Liebe Bewohnerinnen und Bewohner, liebe Leserinnen und Leser unserer Zeitung, das Wetter im März und April bietet uns immer wieder zahlreiche Überraschungen. Nicht immer sind wir erfreut darüber. Gefreut haben wir uns jedoch über den Überraschungsbesuch der Kinder vom Kindergarten am Ziegelrhein. Auf Seite 14 erfahren Sie mehr hierzu. Unsere Bewohner freuen sich jedes Mal aufs Neue, wenn sie die Kinder und ihre Erzieherinnen wieder live erleben dürfen. Auch die Kinder fragen immer wieder, wann denn nun die Senioren endlich einen Gegenbesuch abstatten können. Einstweilig verewigten sich die Bewohner auf einer Collage, die sie mit Unterstützung der Mitarbeiter unserer Beschäftigungstherapie selbst gebastelt hatten. Die Leiterin der Beschäftigungstherapie überreichte das kleine Kunstwerk an die Erzieherin Andrea Tschech. Auch in der Malgruppe unter der Leitung von Diplom-Kunsttherapeutin Michaela Hauer wurde für das bevorstehende Osterfest schon eifrig gewerkelt. Zahlreiche Ostereier erhielten ein farbenfrohes und festliches Gewand. Viele schöne Unikate entstanden somit dank fachkundiger Anleitung unter den Händen der Bewohner. Jedes dieser dekorativen Schmuckstücke wurde mit Seiden- oder Japanpapier beklebt, wobei einige noch eine zusätzliche Bemalung erhielten. Ich wünsche Ihnen und uns allen ein fröhliches Osterfest bei hoffentlich freundlichem Wetter. Ludger Schmidt, Heimleiter. Wir gratulieren zum Geburtstag unserer Bewohnerin Brigitte Jeck, unseren Ehrenamtlichen Beate Kern, Nina Ponzela, Erhard Bär, Gabi Volk, Adelinde Börger, Sabine Bossert. Unseren Mitarbeitern Susanne Hoffmann, Katharina Pereira-Leiteo, Frank Schwemmle, Soa Tia Wiener Julia, Andrea Mihaja, Rita Lose, Manuela Becker, Christine Götz,
Michael Mayer, Magdalene Weil, Nelly Funk, Iris Rittmann, Xenia Bauer, Benedikt Leibbrandt, Monika Schor. Herzlich willkommen, Brigitta Becht, Heide Strobel. Wir trauern um Gerhard Denner. Jeder Tag ist ein Geschenk, Wissenswertes zum Kalender. Wie wird der Termin für Ostern berechnet? Ostern ist das wichtigste und älteste Fest der Christen. Es fällt jedes Jahr auf ein anderes Datum, von dem auch der Zeitpunkt anderer Feiertage abgeleitet wird. Wie wird das Osterdatum ermittelt? Ostern fällt auf den ersten Sonntag nach dem zyklisch bestimmten Vollmond, der am oder nach dem 21. März stattfindet. Fällt der kirchliche Frühlingsvollmond auf einen Sonntag, wird Ostern am darauffolgenden Sonntag gefeiert. Der 21. März ist der kirchlich vereinbarte Termin für den Frühlingsanfang. Dies ist eine Vereinfachung. Das tatsächliche Datum der Tag- und Nachtgleiche im März, der den astronomischen Frühlingsbeginn auf der Nordhalbkugel der Erde markiert, fällt von Jahr zu Jahr auf unterschiedliche Daten und bewegt sich zwischen dem 19. und dem 22. März. Das Datum des Frühlingsvollmondes stimmt ebenfalls nicht unbedingt mit der tatsächlichen Mondphase überein, sondern wird auf der Grundlage eines mathematisch ermittelten Zyklus bestimmt, der sich alle 19 Jahre wiederholt. In manchen Jahren führt diese Regelung zu unerwarteten Ergebnissen. Im Jahr 2019 war der Frühlingsbeginn in der mitteleuropäischen Zeitzone am 20. März. Der erste Vollmond im Frühling fand am 21. März statt. Ostern fiel jedoch nicht auf den 24. März, also auf den Sonntag nach dem tatsächlichen Vollmond, sondern wurde erst im April gefeiert. Der Grund? Der kirchliche Termin für den Märzvollmond 2019 war der 20. März, also der Tag vor dem kirchlichen Frühlingsbeginn. Deswegen wurde der nächste kirchliche Vollmondtermin zur Berechnung des Osterdatums herangezogen, der 18. April. Folglich war Ostern 2019 erst am 21. April. Diese Abwechslung von der tatsächlichen astronomischen Begebenheiten wird Osterparadoxon genannt. Laut Methodenzyklus fällt der kirchliche Frühlingsvollmond jedes Jahr auf ein Datum im Zeitraum 21. März bis 18. April. Da der Ostersonntag am jeweils auf den Vollmond folgenden Sonntag stattfindet, kann das Fest im gregorianischen Kalender frühestens am 22. März, spätestens am 25. April stattfinden. Die Daten nahezu aller anderen beweglichen Feiertage im Kirchenjahr werden vom Ostersonntag abgeleitet. Dazu gehören unter anderem Aschermittwoch, 46 Tage vor Ostern, Palmsonntag, eine Woche vor Ostern, Gründonnerstag, 3 Tage vor Ostern, Karfreitag, 2 Tage vor Ostern, Karsamstag, 1 Tag vor Ostern, Ostermontag, ein Tag nach Ostern, Christi Himmelfahrt, 39 Tage nach Ostern, Pfingstsonntag, 49 Tage nach Ostern, Pfingstmontag, 50 Tage nach Ostern, Fronleichnam, 60 Tage nach Ostern. Laut Bibel ereignete sich die Auferstehung Jesu um das jüdische Pessachfest. Dieses findet im Frühling statt. Im Jahr 325
legte das Konzil von Nicäa das Osterdatum deswegen auf den ersten Sonntag nach dem Frühlingsvollmond. Zur Zeit der Kreuzigung Jesu wurden im Judentum ein lunisolarer Kalender zur Festlegung der Feiertage herangezogen, der sich in erster Linie an den Mondphasen orientierte. Heute gilt der solare gregorianische Kalender, der sich durch das Sonnenjahr definiert. Da Mondphasen, Lunationen und Sonnenjahre unterschiedliche und gegenseitig unvereinbare Zeitspannen vorgeben, das Sonnenjahr als Zeitspanne ist nicht restlos durch eine Anzahl von Lunationen teilbar, fällt ein bestimmtes Datum in einem Kalendersystem auf ein immer anderes Datum im anderen Kalendersystem. Warum gibt es in einem Sonnenkalender Monate? Das jüdische Pessachfest, von dem das moderne Osterdatum zunächst abgeleitet wurde, findet immer zwischen dem 15. und dem 22. Tag des jüdischen Monats Nisan statt. Überträgt man diese Daten in den solaren gregorianischen Kalender, ergeben sich jedes Jahr unterschiedliche Daten. Hinweis: Diese Informationen treffen nur auf den heute in den westlichen Kirchen gebräuchlichen gregorianischen Kalender zu. Für die meisten orthodoxen Kirchen gilt der julianische Kalender und andere Regeln zur Ermittlung des Osterdatums. Deswegen fällt das orthodoxe Osterfest meist auf ein anderes Datum als das westliche. Der Beschluss ist nicht in Wortlaut überliefert. Angesichts der erhaltenen Aussagen zeitgenössischer Beobachter geht man jedoch davon aus, dass sich das Konzil auf ein Osterdatum im Frühjahr geeinigt hatte. Veranstaltungen und Termine. Aufgrund der noch immer angespannten Corona-bedingten Lage mussten alle wohnbereichsübergreifenden Gemeinschaftsaktivitäten bis auf wenige reduziert werden. Jeden Freitag 15.30 Uhr. Gottesdienst im Andachtsraum wird über Sonnenhalde TV live in die Wohnbereiche, Bewohnerzimmer und in die Patientenzimmer des benachbarten Krankenhauses übertragen. Seit dem 19.03.2021 auch über Facebook live gestreamt. Ein besonderes und emotionales Geschenk. Friedrich Hanselmann konnte es kaum fassen. Unvermutet sah er sein Elternhaus wieder. Auf der Fahrt nach Zabelstein erzählte er beiläufig, dass er ganz in der Nähe aufgewachsen sei. Während der Rückfahrt überraschte Heimleiter Ludger Schmidt unseren Bewohner mit einem Abstecher nach Neuweiler, wo der Blick auf das elterliche Haus für Herrn Hanselmann viele Erinnerungen weckte. Das Anwesen ist noch immer im Familienbesitz und mittlerweile vermietet. Die von seinem Großvater gegründete Firma besteht auch heute noch und ging in die Hände seines Neffens über. Ein weiterer Ausflug unserer Bewohner aus dem Wohnbereich 3 führte auf besonderen Wunsch unserer Bewohnerin Leni Gentner auf der Rückfahrt aus Zabelstein über Höfen, Dobel und Neusatz nach Straubenhardt-Konweiler. Das Wohnhaus der Familie steht derzeit leer und soll renoviert werden. Die Seniorin konnte sich vergewissern, dass alles wunschgemäß vonstatten geht. Sie war noch tags darauf voller Glück und erzählte den Mitarbeitern der Pflege lebhaft von allerlei Begebenheiten aus ihrem Leben. Fahrt in den Frühling. Die ersten Sonnenstrahlen lockten die Sonnenhalde-Bewohner in die freie Natur. Unsere Frühlingsausflüge führten durch den wunderschönen Nordschwarzwald nach Zabelstein. Zunächst trafen die Bewohner des Wohnbereiches 1 die Fahrt in den Frühling an,
gefolgt von den Senioren der beiden Wohnbereiche 2 und 3. An allen drei Tagen wurden wir mit strahlendem Sonnenschein belohnt. Begeistert genossen alle den Spaziergang durch die Frühlingslandschaft. Die ersten Krokusse steckten ihre Köpfchen durch das welke Laub und lockten bereits die Hummeln und Bienen herbei. Der wilde Krokus, Crocus neglectus, ist eigentlich im Mittelmeerraum beheimatet und findet sich nördlich der Alpen nur an wenigen Standorten. Etwa ab Anfang März lockt die warme Frühlingssonne unzählige Blüten aller Schattierungen zwischen Blau, Violett und Weiß aus dem Boden hervor. Die mächtige orangefarbene Narbe überragt deutlich über die Staubgefäße hinaus. Die Spitzen der violetten Blütenblätter sind fast durchweg tief dunkelviolett gekennzeichnet. Weiße oder hellviolette Blüten kommen eher selten vor. Quelle teinachtal.de. Vollgetankt mit vielen wunderschönen Eindrücken erreichte jede Gruppe wieder die Sonnenhalde. Frühlingsständchen. Mit fröhlichen Liedern erfreuten die Kleinen vom Kindergarten am Ziegelrhein unsere Bewohner. Die Senioren genossen das Frühlingsständchen von den Terrassen aus. Als Überraschung hatten sie hübsche, mit Tulpen bestückte Blumentöpfchen aus Pappe gebastelt. Die Bewohner verfolgten das Konzert von den Balkonen und der Terrasse aus. Impressum. Verantwortlich Ludger Schmidt. Redaktionelle Leitung, Textauswahl, Layout und Design Irmgard Behrendt. Lektorinnen Susanne Hoffmann, Clemenza Randisi-Grimm, Petra Ried. Sprecherin Ursula Radloff. Technische Umsetzung Udo Maas. Quellennachweis Bilder. Wir danken für die kostenlose Überlassung einiger Bilder von pixabay.de. In Quiet Lane, zwei Gitarren, zwei Stimmen. You're less breath, you're less speed, you're less move before the lights go out. Walking through at you without a nose. Wir sind im Prinzip zwei Stimmen, zwei Gitarren und wir spielen eine Mischung aus Folk, Country, Bluegrass, Oldtime. Das war die Musik, die uns dazu inspiriert hat. Genau, zwei Gitarren, zwei Gesänge. Ich nenne ihn immer den perfekten Ingenieur mit seiner technischen Fiedelkunst. Und ich bin so ein bisschen der Teppich. Mache viele Basic-Anschläge. Um die Solos kümmert sich oft Hannes. So die Fiedeleien. Die Geschichten wachsen aus unser beider Leben heran, sozusagen. Mal kommt er mit einer Geschichte. Viele Songs sind von Simon. Simon schreibt viel und im Prinzip zusammen tun wir es dann irgendwie arrangieren und hübsch machen. Genau. Er macht die Basics und ich setze mich oben drauf. Angefangen im Prinzip durch die Songs, die Simon schon geschrieben hat. Im Prinzip sind es viele Geschichten, die manchmal sind sie alltäglich, manchmal sind sie besonders. Letztendlich ging es darum, vielleicht irgendwie für uns eine Möglichkeit zu finden, damit umzugehen. Oder manchmal sind es auch einfach so schöne Geschichten, dass man sie teilen mag. Und ja, ich denke, der Mensch braucht auch vielleicht ein Ventil, so für das, was er so erlebt. Und manche umarmen einen Baum bei einem guten Gefühl oder fällen ihn bei einem doofen Gefühl. Wir schreiben irgendwie so unsere Geschichten auf und verbunden mit dem, was wir sowieso schon lange gern gemacht haben. Gab es dann diese Kombi?
genau. Im Moment würde ich sagen blau. Weil im Moment, ich verbinde es irgendwie, es ist irgendwas im Fluss. Es geht vorwärts. Und sowohl die Musik als auch die Band, als auch sonst alles, was im Moment passiert, ist irgendwie in Bewegung. Und das ist blau irgendwie für mich die Farbe, mit der ich es als erstes assoziieren will. Mein Kindergarten-Ich antwortet mit grün. Und ich glaube, mein Erwachsenes-Ich auch. Grün kommt bei mir oft vor. Das ist für mich so eine erdige Farbe, so ähnlich wie braun oder grau. Vielleicht habe ich das auch manchmal an mir. Und es ist so ein Hintergrund vielleicht für viele Erkenntnisse gerade. So was Erdiges, wieder zurück, weg vom Facebook-Rummel, der langsam anfängt, hin zu wieder entschleunigen, runterkommen, auch mal ein bisschen klimpern. Grün ist cool. You're less breath, you're less speed, you're less move before the lights go out. Walking through a white cube without end, no stairway inside. Another day, another time away, staying here with me. Some road without fear, go back with me, where it all began. Königin. Zwei Königssöhne gingen einmal auf Abenteuer in die weite Welt hinaus und gerieten dabei in ein wildes, wüstes Leben, so dass sie gar nicht wieder nach Hause kamen. Deshalb machte sich der jüngste der Brüder, den sie Dummling nannten, auf, um seine Brüder zu suchen. Als er sie endlich gefunden hatte, verspotteten sie ihn, dass er sich mit seiner Einfalt durch die Welt schlagen wollte und sie zwei könnten nicht durchkommen und wären doch dabei viel klüger als er. Trotzdem zogen sie alle drei miteinander fort und kamen eines Tages an einen Ameisenhaufen. Die zwei ältesten Brüder wollten ihn aufwühlen und sehen, wie die kleinen Ameisen in ihrer Angst umherkriechen und ihre Eier forttragen. Aber der Dummling sagte: »Lasset die Tiere in Frieden. Ich leid's nicht, dass ihr sie stört.« Da gingen sie weiter und kamen an einen See, auf dem schwammen viele, viele Enten. Die zwei Brüder wollten ein paar fangen und braten. Aber der Dummling ließ es nicht zu und sprach: »Lasset die Tiere in Frieden. Ich leid's nicht, dass ihr sie tötet.« Endlich kamen sie an ein Bienennest. Darin war so viel Honig, dass er am Stamm herunterlief. Die zwei Brüder wollten Feuer unter dem Baum legen, um die Bienen zu ersticken, damit sie den Honig wegnehmen könnten. Aber der Dummling hielt sie wieder davon ab und sprach: »Lasst die Tiere in Frieden. Ich leid's nicht, dass ihr sie verbrennt.« Endlich kamen die drei Brüder an ein Schloss, wo in den Ställen lauter steinerne Pferde standen. Es war auch kein Mensch zu sehen. Und sie gingen durch alle Ställe, bis sie vor eine Türe ganz am Ende kamen. Davor hingen drei Schlösser. Es war aber mitten in der Türe ein Lädlein,
Dadurch konnte man in die Stube schauen. Da sahen sie ein graues Männchen, das an einem Tisch saß. Sie riefen es an, einmal, zweimal, aber es hörte nicht. Schließlich riefen sie es zum dritten Mal. Da stand das Männchen auf, öffnete die Schlösser und kam heraus. Es sprach aber weiterhin kein Wort, sondern führte sie zu einem reich besetzten Tisch. Und als sie gegessen und getrunken hatten, brachte es einen jeder der Brüder in sein eigenes Schlafgemach. Am anderen Morgen ging das Männchen zu dem ältesten Bruder, winkte und leitete ihn zu einer steinernen Tafel. Darauf standen drei Aufgaben geschrieben, wodurch das Schloss erlöst werden könnte. Die erste Aufgabe lautete: In dem Wald unter dem Moos lagen die Perlen der Königstochter, 1000 an der Zahl. Die mussten aufgesucht werden, und wenn vor Sonnenuntergang noch eine einzige Perle fehlen würde, so war der, welcher gesucht hatte, zu Stein. Der älteste Bruder ging hin und suchte den ganzen Tag. Als aber der Tag zu Ende war, hatte er erst 100 Perlen gefunden, und es geschah, wie es auf der Tafel stand. Er ward in Stein verwandelt. Am folgenden Tage unternahm der zweite Bruder das Abenteuer. Es ging ihm aber nicht viel besser als dem Ältesten. Er fand nicht mehr als 200 Perlen und ward auch zu Stein. Endlich kam auch der Dummling genannte Bruder an die Reihe und suchte im Moos. Aber es war so schwer, die Perlen zu finden, und ging dabei so langsam. Da setzte er sich auf einen Stein und weinte. Und wie er so saß, kam der Ameisenkönig, dem er einmal das Leben erhalten hatte, mit 5000 Ameisen. Und es währte gar nicht lange, so hatten die kleinen Tiere alle Perlen miteinander gefunden und auf einem Haufen zusammengetragen. Die zweite Aufgabe war, den Schlüssel zu der Schlafkammer der Königstochter aus dem See zu holen. Wie der Dummling nun zum See kam, schwammen die Enten, die er einmal gerettet hatte, heran, tauchten unter und holten den Schlüssel aus der Tiefe. Die dritte Aufgabe aber war die schwerste. Von den drei schlafenden Töchtern des Königs sollte die jüngste und liebste herausgesucht werden. Sie glichen sich nun aber vollkommen und waren durch nichts zu unterscheiden, außer dass sie, bevor sie eingeschlafen waren, verschiedene Süßigkeiten gegessen hatten. Die älteste Königstochter ein Stückchen Zucker, die zweite ein wenig Sirup und die jüngste einen Löffel Honig. Da kam die Bienenkönigin von den Bienen, die der Dummling vor dem Feuer geschützt hatte, und versuchte den Mund von allen dreien. Zuletzt blieb sie auf dem Mund sitzen, der Honig gegessen hatte. Und so erkannte der Königssohn die richtige Königstochter. Da war der Zauber vorbei. Alles wurde aus dem Schlaf erlöst, und wer von Stein war, erhielt seine menschliche Gestalt wieder. Der Dummling jedoch vermählte sich mit der jüngsten und liebsten Königstochter und wurde nach dem Tod des Vaters der neue König des Landes. Seine beiden Brüder aber erhielten die beiden anderen Schwestern.
Hey du, ja du, stopp mal kurz, nicht weiter blättern. Lies mal bitte aufmerksam diese Anzeige. Warum, fragst du? Ist doch klar, weil sie für dich wichtig ist. Denn du bist doch auf der Suche nach einer Ausbildung, die dir Spaß macht, die sinnvoll ist und dir eine finanziell gesicherte Zukunft bringen kann, oder? Natürlich ist sie auch systemrelevant. Also, tue etwas für deinen erfolgreichen Start ins Berufsleben und bewerbe dich gleich für eine Ausbildung zum Pflegefachmann oder zur Pflegefachfrau. Dass auf dich nette Kolleginnen und Kollegen warten, versteht sich ja von selbst. So, worauf wartest du noch? Mit deiner Ausbildung zur Pflegefachkraft stellst du selbst die Weichen für deine erfolgreiche berufliche Zukunft. Einer Zukunft, an der du aktiv teilhaben solltest. Sie sind auf der Suche nach etwas Besonderem, etwas aus der heimischen Region, etwas Gesundem? Dann haben wir genau das Richtige für Sie, nämlich unsere Honigspezialitäten sowie die hochwertige Naturkosmetik aus der hauseigenen Imkerei des Seniorenzentrums Sonnenhalde. Egal, ob Sie etwas für Ihren eigenen Gebrauch benötigen oder ob Sie auf der Suche nach einem schönen Geschenk sind. Mit dem Kauf von Honigprodukten aus der Sonnenhalde-Imkerei erwerben Sie hochwertige, heimische Spezialitäten zum günstigen Preis und unterstützen gleichzeitig durch Ihren Kauf die Tierhaltung in dem Seniorenzentrum Sonnenhalde. Kommen Sie auf einen Besuch vorbei und überzeugen sich von der Vielfalt und der Qualität unserer hauseigenen Imkereiprodukte. Wir freuen uns darauf.